Ja. Bist du ready? Unbedingt. Also, auf. Ich kann bewegen. Es ist halt schon ein riesiger Unterschied, ob ich mit Trainer trainiere oder allein. Probier es mal mit 30 Sekunden. Woo! Achtung, fertig, los! Was machen wir nochmal? Jetzt? Luft holen. Das Ziel ist, dass wir mit dem David weiterhin dranbleiben, weiterhin seinen Fettanteil reduzieren, dementsprechend das metabolische Alter auch immer näher als sein aktuelles biologisches Alter herbringen, dass die Muskelmasse aber sicher erhalten bleibt. Ja, Celine hat vor allem auch gesagt, dass Erholung wichtig ist. Für das Erholen gehen wir ja nicht in die Ferien dieses Jahr oder auch nicht ins Ausland, sondern wir verbringen die auf den Aare. Aber eben auch dort hat sie gesagt, gut Aarebödeln, super Sache, du pumpierst dein Bötchen von Hang. Du David, im Video hat es ein bisschen sexier ausgesehen. Ein bisschen dynamischer. Ja. Alle 30 Stöße mache ich 10 Liegestütze. Nein, stimmt nicht, 5. Und die nächsten 30 Stöße 10 Squats. Und so immer weiter. Das ist also, eben, ja, sie lässt mich nie in Ruhe. Sie ist wirklich immer. Egal was ich machen will, sie sagt, kein Problem, mach es einfach so. Selina, eine Frage ist noch so. Mein Junggesellenabschied steht bevor. Und dort möchte ich schon über die Stränge schlagen können. Ich bin die Königin der Welt. Geht es in Ordnung? Hey David, es geht total in Ordnung. So einen Junggesellenabschied feiert man ja hoffentlich nur einmal im Leben. Probier einfach in den kommenden Tagen 200-300 Kilokalorien einzusparen im Gesamten. Und dann hast du es wieder drin, was am Wochenende über die Stränge geschlagen hast. Also heute die dritte Messung mit der Kontrolle. Ich fühle mich echt viel besser. Metabolisches Alter hat sich um 5 Jahre reduziert. Also du bist im Körper 5 Jahre jünger geworden. Weil du mega Speck verloren hast, was mega, mega cool ist. Du hast nämlich Muskelmasse können erhalten. Ja, gut, oder? 44. Ja, es ist immer noch viel zu hoch. 44, das ist 10 Jahre zu viel. Kurzfristig ist so ein bisschen das Ziel die Hochzeit. Jetzt ist mir das noch ein bisschen zu klein. Es fehlt nicht mehr viel. Zu geht's, aber es stößt noch ein bisschen.